Kanon umgebracht worden, weißt du? Nur im Moment kommt keine Sau drauf. Dann gibt's doch Hause und Ahlich, alias Fritz Litzmann und Hermann Schwaderlappen, spielen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag im Pantheon und bald auch im Kölner Senftöpfchen. Der Sänger, Gitarrist und Songschreiber Jimmy Cornette kommt aus dem Weserbergland. Doch seine Idole sind amerikanische Musiker, Johnny Cash, Chuck Berry, John Lee Hooker. Jimmy Cornette spielt kernigen Blues und Southern Rock. Er war schon in Montevideo, im legendären Viper Room in Los Angeles und bei vielen Biker-Treffen auf der Bühne. Donnerstag kommt er mit seiner Band The Dead Man in den alten Schlachthof nach Soest. Der Titel Shut Up and Dance Tour spricht für sich. Sollte das Publikum auch im Essener Altomusiktheater. Tanzen ist allerdings weniger angesagt, wenn dort heute Abend die Grand Opera Le Prophète Premiere hat. Ein gewaltiges, opulentes Stück von Giacomo Meyerbeer mit Riesenorchester und Schlittschuhballett. Bei der Uraufführung 1849 kam erstmals elektrisches Licht in der Pariser Oper zum Einsatz für den Effekt der Prophetensonne. Das Stück über das Täuferreich von Münster im 16. Jahrhundert über